Wie ihr vielleicht schon wisst, ist der Ikarus ein Bürohund. Das bedeutet, er kommt fast täglich mit zur Arbeit. Und weil ich weiß, dass es einige von euch sehr interessiert, wie das so mit Ikarus gelaufen ist, wie man das am besten macht, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und welche Tipps ich für euch habe, folgt jetzt ein Video zu dem Thema Hund im Büro, aber auch in der Uni. Die Grundvoraussetzung, die natürlich erfüllt werden muss, um euren Hund überhaupt mit zur Arbeit nehmen zu können, ist natürlich, dass ihr einen Job habt, wo ihr zumindest eine Zeit lang an einem Platz seid. Wichtig ist, dass sich der Hund auf jeden Fall auch tagsüber entspannen kann, während ihr arbeitet. Bei mir hat das ganz gut gepasst, weil ich einen Job im Büro habe und somit relativ lange an einem Platz bin. Die zweite Voraussetzung, die natürlich gegeben sein muss, ist, dass euer Hund freundlich auf jegliche Art von Mensch reagiert, weil ihr sonst unglaublich Stress habt und immer gucken müsst, wer kommt wann, wo, wie an eurem Hund vorbei. Also schätzt zuerst wirklich realistisch ein, ist euer Hund wirklich fürs Büro geeignet und ist auch euer Job für einen Hund geeignet. Die Entscheidung, dass Ikarus mit ins Büro kommt, habe ich übrigens schon getroffen, bevor ich ihn mir angeschafft habe. Und hier war das eigentlich gar nichts Großartiges. Ich bin einfach zu meinem damaligen Chef hingegangen und habe einfach gefragt, hey, ich will mir einen Hund anschaffen und würde den wirklich gerne mit ins Büro mitnehmen, ob das denn irgendwie möglich ist. Mit dieser Methode einfach hinzugehen und zu fragen, hat man übrigens meistens sehr, sehr viel Erfolg. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht und ich arbeite jetzt 3 Jahre lang sowohl selbstständig als auch festangestellt und habe wirklich niemals negatives Feedback dazu erhalten. Nachdem das dann mit dem Job abgeklärt war und ich wusste, wann ich Ikarus bekomme, habe ich mir dann gleich für den Zeitraum von, ich glaube, das waren 4 Wochen komplett freigenommen. Einfach um den Hund kennenzulernen, weil es ja auch mein erster Hund war, musste ich erstmal schauen, hey, wie kann ich mit Ikarus umgehen. Das war alles sehr, sehr neu für mich und ich wollte einfach mir die Zeit nehmen, um das wirklich feststellen zu können. In diesen 4 Wochen habe ich mit Ikarus aber schon trainiert, dass er weiß, wenn er ein Kommando, zum Beispiel Decke bekommt, dass er auch auf die Decke geht. Dann habe ich mit ihm zu Hause geübt, dass er auf dieser Decke bleibt, bis ich ihm das sage. Das könnt ihr auf jeden Fall schon am Anfang machen. Als diese 4 Wochen komplett frei dann rum waren, wollte ich allerdings trotzdem noch nicht Vollzeit arbeiten gehen und habe das dann mit meinem Arbeitgeber so abgesprochen, dass ich dann erst nochmal für eine Dauer von 1 Monat so ungefähr 6 Stunden pro Tag arbeiten gehe. Und dann eben nach diesen komplett 2 Monaten, in dem ich eben immer Schritt für Schritt die Zeit erhöht habe, hat sich Ikarus so weit daran gewöhnt, dass ich ihn auf jeden Fall dann auch wieder volltags mitnehmen konnte und meinem Arbeitsalltag auch ganz normal nachgehen konnte. Sowohl den ersten Tag, an dem du deinen Hund mit ins Büro nimmst, als auch alle folgenden, musst du allerdings ein paar Sachen beachten. Ich kann euch nur empfehlen, wirklich euren Hund, bevor ihr zur Arbeit geht, richtig, richtig gut auszupowern. Bei einem Welpen geht das natürlich total schnell. Da geht man 1/4 Stunde spazieren und rennt dann noch ein kleines Stückchen und dann ist er ja eh schon platt. Bei einem erwachsenen Hund müsst ihr natürlich ein bisschen mehr machen. Das bedeutet, ihr müsst versuchen, irgendwas zu finden, wo euer Hund in einer kurzen Zeitspanne relativ schnell ausgepowert ist. Das können zum Beispiel sein Suchspiele oder ihr benutzt eine Reizangel, die dafür auch sehr, sehr gut geeignet ist. Das macht man 1/4 Stunde und dann ist der Hund wirklich komplett K.O. Dann natürlich trotzdem nochmal spazieren gehen, sodass alle Geschäfte erledigt sind. Den Hund vor der Arbeit richtig gut auszulasten und auszupowern ist wirklich sehr, sehr wichtig und die beste Voraussetzung dafür, dass euer Hund dann auch im Büro entspannt und ruhig ist und im besten Fall einfach einschläft. Was ich euch auch noch sehr ans Herz legen kann, ist, dass ihr allen, die in eurem Büro arbeiten oder sich dort aufhalten, eine kurze, ich sage mal, Einführung zu eurem Hund gebt. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ihr das Büro betretet, euer Hund nicht überschwänglich begrüßt wird, weil ihn das wieder so aufputscht und in so eine angespannte Lage bringt, dass er relativ langsam dann entspannt. Am besten ist, wenn alle einfach ganz entspannt und ruhig auf den Hund zugehen, nicht alle zusammen, sondern jeder einzeln oder je nachdem, wo der Hund dann hinläuft und er dort dann halt eben ruhig begrüßt wird. Was mir zum Beispiel auch noch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir im Büro sind, bei Ikarus, dem kleinen Obelix-Fresssack, ist, dass niemand ihm irgendetwas zu fressen gibt, ohne mich zu fragen. Gerade wenn sich viele im Büro aufhalten, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel in so einen kleinen Hund reingestopft wird. Dann gibt jeder natürlich nur ein kleines Stückchen, aber in der Masse ist das natürlich dann unüberschaubar. Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist, dass der Hund im Büro einen guten Platz zum Ausruhen und Schlafen hat.
Hier ist es bereits hilfreich, wie ich schon gesagt habe, das zu Hause mit einer Decke zu üben oder mit einer Box zu üben, dass der Hund schon gleich weiß, okay, da wo das liegt, das ist mein Platz, da kann ich entspannen. Das kann auch innerhalb des Büros mal wechseln. Was ich nur wichtig fand, ist, dass es dann immer seine Decke ist, auf die er dann gehen kann. Wenn ihr auch so einen Hund habt wie Ikarus, der relativ neugierig ist und menschenfreundlich ist und gern jeden begrüßt oder gern schaut, hey, was machen die denn da? Also der Hund immer schaut, hey, was macht der denn dort, was macht der denn dort? Oder er einfach immer aufsteht, um irgendwo hinzulaufen, dann kann ich euch wirklich den Tipp geben, euch eine Hundebox zu kaufen. Ich habe eine sehr große gekauft, die ist aus Stoff. Und dort besteht die Möglichkeit, sie an den drei Seiten, also an den zwei langen Seiten und an der Hinterseite zuzumachen, sodass der Hund nicht sehen kann, hey, was passiert denn eigentlich hinter mir oder eben vor mir. Bei uns hat das mit dieser Box dann wirklich super geklappt, dass Ikarus dann einfach ruhig ist und entspannt. Und der weitere Vorteil an dieser Box ist, dass es eben nur einen Ausgang gibt, wo der Hund raus kann. Und den könnt ihr euch natürlich so drehen, dass er zu euch zeigt. Und dann könnt ihr den Hund sofort korrigieren, sobald er versucht aufzustehen oder irgendwo hinzulaufen. Das funktioniert mit einer Box auf jeden Fall besser als mit einer Decke, wo der Hund wirklich in alle Richtungen dann weglaufen kann. Wenn euer Hund trotzdem noch sehr unruhig sein sollte, könnt ihr auch wirklich mal versuchen, ein paar Kauspielzeuge mitzunehmen oder Kauknochen. Gerade am Anfang hilft es, den Hund so ein bisschen abzulenken und ein bisschen zu beruhigen. Hey, das ist eine coole Sache hier, wir sind gerne hier und du kannst hier auch wirklich gerne entspannen. Was ich bei Ikarus neben der Box übrigens am Anfang auch noch gemacht habe, ist ihn mit einer Schleppleine an meinem Tisch zu befestigen. Weil er manchmal relativ flink war, um irgendwo hinzukommen und so war ich mir sicher, dass er damit keine Erfolgserlebnisse hat. In den ersten Tagen oder vielleicht auch schon bevor ihr euren Hund mit ins Büro nehmt, solltet ihr mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Das bedeutet, ihr schaut, hey, wo kann ich Gassi gehen und wo sind Wiesen, wo ich den Hund mal so richtig auspowern kann. Und dann, wenn ihr einen Welpen habt, noch ganz, ganz wichtig, sucht euch die nächste Wiese zu eurem Büro, wo euer Hund dann sein Geschäft erledigen kann. Manchmal müssen nämlich so kleine Welpen sowas von schnell Pipi machen, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Also den nächstmöglichen Platz dann sofort dahin, am besten ziemlich schnell, sobald euer Hund sich irgendwie im Büro melden sollte. Und dann passiert euch hoffentlich kein Malheur. Und apropos Malheur, mit einem Welpen kann euch das durchaus auch im Büro passieren. Ikarus hat am Anfang nämlich auch zweimal ins Büro uriniert. Hier ist wirklich wichtig, schon von Anfang an allen zu sagen, hey, das kann mal passieren, weil ich nicht aufpasse oder der Hund sich zu überschätzt, ist noch ein junger Hund. Und ihr müsst deutlich machen, dass ihr dann auch dafür verantwortlich seid. Das heißt, wenn ihr das nicht mitbekommt und es jemand anderes entdeckt, dass er dann auf euch zukommt und dann ihr das auch wirklich wegmacht. Etwas anderes, was ihr auch noch ansprechen solltet, gerade mit eurem Vorgesetzten, ist, dass wenn ihr einen Welpen habt oder einen Hund, der Büros noch nicht gewohnt ist, dass es unter Umständen sein kann, dass ihr zum Teil abgelenkt seid. Das heißt zum Beispiel, ihr müsst euren Hund korrigieren, das kostet natürlich Zeit. Oder bei einem Welpen müsst ihr relativ häufig raus, da ist es eben nicht nur so, dass ihr morgens geht und dann in der Mittagspause, da müsst ihr zwischendurch auf jeden Fall nochmal raus, um ihn sein Geschäft machen zu lassen. Das alles geht natürlich von eurer Arbeitszeit ab. Was mir hier sehr geholfen hat, ist einfach einen Zettel neben meinen Arbeitsplatz zu legen, wo ich dann immer die Zeiten aufschreibe, mit denen ich mit Ikarus beschäftigt bin. Wie gesagt, entweder ich muss ihn korrigieren oder ihm was zu fressen geben oder mit ihm Gassi gehen. Und die Zeiten, die ich dann eben für Ikarus verwendet habe und nicht für meine Arbeit, arbeite ich dann natürlich nach Feierabend, nach offiziellem Feierabend nach. Vorgesetzter wird natürlich auch merken, dass ihr mit eurem Hund ab und zu beschäftigt seid, aber wenn er weiß, dass ihr diese Liste führt und ihr das auch wirklich nacharbeitet, sollte es da eigentlich keine Probleme geben. Und bei mir haben immer alle relativ positiv darauf reagiert, weil es einfach transparent ist. Also vielleicht nochmal zu einem ganz normalen Arbeitstag, so wie wir ihn beide haben. Erst gehe ich ganz normal mit Ikarus spazieren, sodass er wirklich seine Geschäfte machen kann. Dann wird er ausgepowert. Das mache ich entweder mit Apportierspielen, Suchspielen oder mit der Reizangel. Da variiere ich immer so ein bisschen. Dann geht's ins Büro. Dort wird auch wirklich erst gefressen, weil ich ihn morgens nicht füttern will, wenn dann eben noch ein bisschen Action ansteht. Das kann er dann ruhig da haben. Ihr könnt euch wirklich auch im Büro einfach einen Futtersack hinstellen. Das ist praktischer, als jeden Morgen irgendwie das Futter in eine Tüte zu machen und das mitzunehmen. Ikarus war dann ziemlich entspannt, dadurch, dass er ausgepowert war. Bis zur Mittagspause, wenn ihr einen Welpen habt, müsst ihr natürlich dazwischen nochmal, je nachdem wie weit euer Welpe ist, auf jeden Fall nochmal Gassi gehen, damit er sein Geschäft machen kann. Und in der Mittagspause dann genau wie morgens auf jeden Fall nochmal richtig gut auspowern, genau mit den gleichen Methoden, die ihr auch morgens benutzt. Und auch darauf achten, dass euer Hund eben seine Geschäfte macht. Mittags müsst ihr wirklich richtig, richtig gut timen, weil ihr ja sowohl euren Hund als auch euch glücklich macht. Immerhin wollt ihr auch entspannt irgendwas essen.
Und in einer Mittagspause hat man in der Regel immer nur eine Stunde, beziehungsweise will man sich auch nicht unbedingt mehr Zeit nehmen. Und bei uns ist das immer so, eine halbe Stunde gehört Ikarus, das heißt Gassi gehen und wirklich gut auspowern. Das ist nicht lang, ich weiß, aber wenn man sich Mühe gibt, kriegt man das relativ gut hin. Und dann war eine halbe Stunde eben für mich zum Mittagessen und so ein bisschen ausspannen. Und dann ging es wieder ins Büro, der Hund wurde in seine Box oder auf seine Decke geschickt und dort wird eben wieder entspannt. Nach Feierabend wird der Hund dann nochmal glücklich gemacht und hier mache ich weniger Suchspiele oder ähnliches, sondern mache eher größere Spaziergänge. Und danach gibt es eben Abendessen zu Hause. Es kann übrigens mal sein, dass ihr mal euren Hund nicht mit ins Büro nehmen könnt. Manchmal muss ich Ikarus auch zu Hause lassen. Das sind zum Beispiel Tage, an denen ich entweder Außentermine habe oder wichtige Besprechungen im Büro sind, wo ich wirklich meine volle Konzentration brauche. Da ist es mir dann lieber, wenn Ikarus zu Hause ist. Dafür habe ich mich allerdings darum gekümmert, dass dann in solchen Fällen auf jeden Fall mittags jemand vorbeikommt, der Ikarus abholt und mit ihm mindestens eine Stunde spazieren geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich total unwohl, wenn ich weiß, dass mein Hund 9 oder 10 Stunden alleine zu Hause sein muss und nicht sein Geschäft machen kann, wenn er das gern möchte. Deswegen, wenn ihr das auch nicht möchtet, dann schaut einfach, vielleicht kennt ihr jemanden, der Zeit hat und auch mal kurzfristig einspringen kann. Das ist wirklich sehr praktisch und man ist auf jeden Fall entspannter im Büro, wenn man weiß, dass sich jemand um seinen Hund kümmert. Ich habe mit Ikarus in den letzten 3 Jahren, in denen ich sowohl selbstständig war als auch festangestellt, wirklich fast keine Probleme gehabt. Es verschönert das Arbeitsklima sogar ungemein. Man selbst weiß, es geht dem Hund gut, er kann überall mit dabei sein, was natürlich super schön für den Hund ist. Und auch die Mitarbeiter, mit denen ich immer zusammengearbeitet habe, haben super auf den Hund reagiert. Das war sogar manchmal eher so, dass wenn ich Ikarus mal nicht mitnehmen konnte, dass dann alle gesagt haben, oh nein, wo ist denn der Ikarus, wir haben uns schon so drauf gefreut. Also es ist immer total süß. Wenn ich mich übrigens irgendwo neu bewerbe, dann schreibe ich auf jeden Fall mit in die Bewerbung rein, dass ich einen Hund habe und mir das auch wichtig ist, dass der Hund mitkommt. Und die meisten Arbeitgeber antworten dann auch immer super positiv und sagen, ja, kein Problem, du kannst auf jeden Fall deinen Hund mitbringen. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr natürlich gerne noch ein Foto mit reinmachen. Das erleichtert vielleicht nochmal die Entscheidung des Arbeitgebers, doch mal ja zu sagen, falls er etwas skeptisch sein sollte. Falls ich noch was vergessen habe und ihr Fragen dazu habt, könnt ihr das auf jeden Fall gerne nochmal in den Kommentaren stellen. Ich versuche dann auf jeden Fall darauf zu antworten. Und falls du jetzt ein weiteres Video von mir sehen willst, dann kannst du mal hier oben klicken für Süßigkeiten meiner Kindheit und wie mir diese heute noch schmecken. Oder du klickst hier unten, um dem Hund das Pfotenkreuzen beizubringen.